springen wir. Dann gleich nochmal paaren. Oh, schön. Nochmal gebären. So, Huckepack und Huckepack. So, jetzt brauchen wir das nächste Männchen. Das war, glaube ich, er, wenn ich mich nicht irre. Jo. Sie ist weiblich. Und hat auch eine genetische Mutation. Der erste trifft nie, ne? So, nächstes Paar. Kommst du mit? Machen wir ein wenig Wiki-Wiki. Puh. Entschuldigung. Ich trinke mal was, ne? Sehr gut. Das läuft ja hier wieder bei uns. Gleich nochmal. So, jetzt brauchen wir noch ein Männchen. Huch, wollte ich gar nicht. Bist du weiblich erwachsen? Hat schon ein paar gebildet. So, hier ist noch ein Äffchen. Du bist weiblich und erwachsen. Da hinten müsste noch ein Männchen sein. Jawohl. Das müsste dann sie sein. So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Das sind alles alte, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, ja. Alles klar. Was? Mit der sind wir verwandt? Das ist jetzt ungünstig, oder? Weil alle anderen haben doch schon ein paar gebildet, oder? Sehe ich das falsch? Die hat schon ein paar. Ansonsten muss der Oppes gleich ran. Weiblich hat ein paar. Das ist ein Männchen, das ist ein Männchen. Oh, das ist aber schlecht. Die ist weiblich. Dann brauche ich da ein altes Männchen. Jetzt männlich, hat Motorik. Geht auf ihn. Ich meine, er kann ja noch seine Spritze da reinhalten. Tja, das ist dann Plan B, ne? Komisch. Beim letzten Mal ist das aber so aufgegangen, ne? Hm.
Handy. Also wenn wir 6 Kinder haben, wo jeweils 2 Geschwister sind, dann musst du doch... Eigentlich müsste es doch immer aufgehen, oder nicht? Oder habe ich da irgendwo einen Fehler? Ja, bestimmt einen Rechenfehler, oder? Weil wir haben immer drei männliche und 3 weibliche Kinder. Also eigentlich müsste es ja passen. Warte mal, der müsste ja hier drüben noch rumhängen. So, jetzt müssen wir hier wieder alles neu lernen. Toll. So, jetzt gehen wir mal Leichen untersuchen. Oder Überreste. Zack. 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 Hier sind nur noch welche. Der wurde schon. So, eventuell reicht das schon. Hä? Was ist denn hier heute mit der Kamera los? Ist ja lästig. So, ich mach mal den Hinleger und dann gucken wir auch mal in die Evolution. Ein bisschen was haben wir jetzt bekommen. So, dann nehmen wir erstmal den. Den hier können wir noch nicht, da fehlt uns der noch. Dann nehmen wir noch den, das sind schon mal 2. Und noch ein. So, jetzt haben wir nur 6 Festigungen wieder. Der ist genetisch ausgereift. So, 4 brauchen wir dann noch. Dann können wir wieder einen Generationswechsel machen. Wie sieht es denn aus mit Evolution? Die sind jetzt bei 9%. Haben jetzt 24 Geburten und kein Tod. Fehlende Verbindung. Was das heißt, weiß ich nicht. Wir können einen Evolutionssprung machen, wenn ich mich nicht irre. Die versteckte Wasserfall hinzugefügt. Ja, der ist bereit. Geburt eines Kartografen. Der ist auch bereit. Meteoriten. Kuh. Ausbreiten. Fehlt noch einiges. Der ist 4-mal bereit. Okay. Neue Clan-Ansiedlung für einen Clan von 2 bis 3 Mitgliedern eingerichtet. 4 bis 6, 7 bis 9, 10 bis 12. Gibt es aber auch noch mehr. Und entwickeln. Haben wir hier. Maximierte neuronale Entwicklung. Deine Stammesgefährdung, frühe Phase 3. Und aufkeimende Phase. Okay, wir können rein theoretisch einen Evolutionssprung machen, aber ich würde gerne vorher noch 4 Sachen mitnehmen, um dann noch einen Generationssprung zu machen und dann machen wir einen Evolutionssprung. Rein theoretisch könnte man mal schauen, was man mit dem... Wie viele sind wir denn jetzt überhaupt? 2, 4, 6... Wir sind jetzt 12... 6, 12. Ne, wir sind sogar noch mehr, ne? Wir sind
18 jetzt mit Kindern. Können wir noch ein paar Betten bauen hier. So und so. Kein Bett bauen. Wie wär's denn hier? Hier geht's gut. Dann bauen wir dann mal. So. Ich weiß halt nur nicht, wie viel. Also wenn du davon ausgehst, dass 2 pro Bett. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Da haben wir jetzt 10. Für 10 Leute Schlafplätze. Alter, was ist denn hier? Mann, diese Maus, ne? Also heute ist irgendwie der Wurm drin, ne? Schön ist, wenn man das Falsche anpeilt. Ich weiß halt überhaupt nicht, was wir mit dem Meteoriten machen können. Ach ja. Rein theoretisch können wir mal angeln. So, ich leg das mal hier hin. Hier können wir auch noch ein Bett bauen. Jetzt wird kalt. So, rein theoretisch. Was ist denn mit denen? Hat das was zu essen? Wieso liegt das denn hier rum? Komm ab damit. Ach, das sind Pilze. So, kann ich denn den damit verändern? Der geht bestimmt gleich kaputt. Ich höre gar nichts. Durch den Regen, ich höre gar nichts. Okay, damit kann ich den schon mal nicht verändern. Fallen lassen. Hallo. Fallen lassen. Damit vielleicht? Auch nicht. Ach so, den hatte ich aber schon gerade. Wahrscheinlich brauche ich was Härteres, ne? Granit oder sowas. Habe ich sowas hier? Nee, ne? Ach so, das ist Granit. Ja, gut. Das ist alles Granit. Oder was ist das hier? Granitschleifer. Vielleicht brauche ich Obsidian oder sowas. Ich würde halt gerne noch irgendwas bauen. Ich weiß noch nicht was. Okay, dann lasse ich den mal wieder hier liegen. Der geht dann sowieso verloren. Wenn wir...
könnte hier noch so ein Ding hinbauen. Ich würde gerne so Unterstände bauen, so Hütten. Aber ich glaube, dafür bin ich noch zu affig, ne? Glow, dafür bin ich noch zu affig. So, fertig. Zweimal toter Zweig. Entschuldigung. Das ist schon mal abgeschlossen. Wir müssen aber neue Dinge lernen. Wir müssen noch neue Dinge lernen. Wir könnten ja noch mal in die Richtung runter. Oder noch mal fischen. Wir können eigentlich auch noch mal fischen, ne? Wir müssen uns nur einen Speer machen. Aber wir haben ja jetzt zum Glück ein paar Knüppel liegen. Da ja mal was vorbereitet. So, Hand wechseln. Das ist, glaube ich, der Schleifer gewesen. Dann nehme ich den. So, der ist fertig. So, fallen lassen und wechseln. Wo war die Angelstelle? Da vorne, im Gebüsch. Dann möchte ich jetzt gerne mal einen Fisch essen. Nochmal, ohne Feuer, weil wir haben ja jetzt so ein bisschen Stahlmagen. Genau, hier vorne. Storren. Speerfischen. Hä? Das ist doch nichts Neues. Neue Nahrung entdeckt. Ein Krebs. So, pass auf, Hand wechseln. Hier noch mal. Und dann esse ich den. Ja. Kann ich denn jetzt noch mal fischen hier? Nee, kann ich nicht. Das geht immer nur einmal. Das ist doch dämlich, oder nicht? Das ist dämlich. Aber gut. Hier. Wo sind denn unsere anderen Männchen? Wer bist du? Männlicher Greis. Du bist ein Weibchen. Da ist noch ein Männchen. Hier, dem gebe ich mal den Speer. Hier. Huch. Irgendwie ruckelt's hier, ne? Bild ich mir doch nicht ein. So, ich gehe mal eben was saufen. Mal Wasser gut. Gegen Magenverstimmung. Aber was Neues gelernt haben wir jetzt noch nicht, ne? Okay, dann, wie spät ist es? 11.51 Uhr. Und sieht alles gut aus. Wir könnten rein theoretisch einen Greis mitnehmen. Der ist aber weiblich. Ich würde gerne männlich mitnehmen. Der ist auch weiblich. Der. Mir folgen.